Fan von Wäldern ist. Chance auf Servol. Da haben wir alles andere schon öfters gefunden. Oh, ist auf beide. Oh, das ist nicht gut. Super, wenn die Attacke wohl nur noch verfehlt. Klasse. Gott, Raum, jetzt wird's eng. Oh, hat der Glück. Hat der ein Glück. Und wir haben uns besiegt. So, Gotthorn hat wieder die volle KP. Hallo Argoni. So, eine alte Frau, die mir kämpfen möchte. Madame Eleanor. Dieses Pokémon suchen wir, Servol. Ne, bringt ja nichts, weil wir haben keinen Spezialangriff. Geradax erreicht Level 36. Ja, wir haben noch nicht Nacht. Sehr wohl männlich und weiblich, oder was? Ne, zwar männlich. So. Und die Kabel erreicht Level 36. So. Da oben war es ein Pelzebub auf uns. Das sollte relativ stark sein. Ich glaube, es war 38 das letzte Mal. So, da müssen wir jetzt gleich auf was gefasst machen. Ja. Mhm, 38, wie ich gesagt habe. Vielleicht können wir uns das so doch... Ja, vielleicht sollten wir es doch mitnehmen statt Barrikadax. Ich habe Barrikadax bei Schild im Team und ja, es ist gut, aber es ist auch nicht herausragend. Und Ulanga wäre in diesem Fall einfach, glaube ich, das stärkere Pokémon. Aber wir müssen halt schauen, dass wir Barrikadax einfach noch entwickeln. Aber nachdem es jetzt wirklich Level 38 hat, in mein Team, danke für den Service, Geradax. Nein! Ah, da hätte ich nicht runterspringen sollen. Klumpenleuchtmoos. Kehrtwende. Da geht's raus. Sind immer noch auf der Suche nach Servol. Da ist auch kein Servol. Argoni. Primova. Theoretisch wäre auch Silembrem eine Idee. Ein Psycho-Pokémon im Team. Im Endeffekt fliegt Ding sowieso raus. Aber wir haben ja dann Takian. Irgendwann. Voraussichtlich, denke ich mal. Ja, wir brauchen dich leider nicht, Pelzebub. Es tut mir ja sehr leid. Es kommt kein Servol, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Ist das dein Ernst? Willst du mich ärgern spielen? Ist das dein Ziel? Hallo? Zur nächsten Route müssen wir übrigens um 2 Pokémon fangen. Macht die Angelegenheit deutlich einfacher. Oh, wieder ein Primova. Servol, wo bist du? Keine Chance. Lamilux. Fatalität. Nö. So, das Ding müsste es hier anzutreffen sein. Und alles, was ich finde, ist Lamilux. Und dann ist mindestens schon 20 Pokémon encountered und es kommt immer noch kein Servol. Ja, ich suche es noch eine Minute und dann war's das. Da haben wir's. Ich hoffe, das Slam ist nicht zu stark. Nein, das ist nicht. In der nächsten Folge darf ich übrigens Geradax ein Level Up verabreichen, um es zu Barrikadax zu machen. Komm schon, Alter, willst du mich verarschen? Alter! Das gibt's doch gar nicht! Ist so finster, dass du einen Finsterwald kriegst. Das ist doch nicht so stark! Danke. Oh, Wahnsinn. Erstmal 9 Minuten, 10 Minuten suchen für Servol und dann lässt es sich noch nach 5 Minuten gefühlt nicht fangen. Ah, sag mal. Servol, das Emotions-Pokémon vom Typ Psycho und Normal. Größe 0,9 Meter, Gewicht 28 Kilogramm. Bekämpft 3. Männlich. Mit den Hörnern auf seinen Kopf erfasst es die Gefühle seines Gegenübers. Männchen kümmern sich wie Bedienstete um ihre Trainer. Süß. So. Ist eigentlich dumm, weil, ja, wir sind eh gleich in der nächsten Stadt, also. Können wir den Wald jetzt verlassen? Wir haben alles gefangen, was wir hier fangen wollten. Der Lekryodon kommt ja auch rüber. Das bleibt auch nicht hier. Es müssen auch ein paar Fossilien rüber getauscht werden. Mal schauen, wie wir das machen. Am Ende will ich euch dann einen vollständigen Pokédex servieren. Willkommen in Fairballey. Das Bubungus. Skalar fliegt rum. Oben sitzt ein Primano. Hier ist ein Pokémon Center. Wo wir erstmal unsere Pokémon heilen. Jawohl. Dankeschön vielmals. Ein paar fehlt uns einfach die Entwicklung. So wie zum Beispiel bei Granowitz. Ärgerlich, aber tun wir sehen, die kommt noch so. Kaufen. Ja, wir haben es erweitert. Wow, okay, was kriegt dann ein Hypertrank? Yay. Mir bloß keine besseren Pokebälle. So. So, perfekt. Da hinten stand übrigens ein weibliches Servol, wenn ihr das gesehen habt. So. Frank. Frank, so heißt mein Opa. Chaka, chakalaka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpf gegen mich. Was? Hä? Okay. Okay. Herr Pokémon-Trainer. Ja, ich bin Frank. Gebeten Brief. Von Paulina? Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das vor mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Ja, das freut mich. Ich weiß nicht mehr, ob das Paulina war oder war es ihre Tochter, ich weiß nicht. Und Passwirkung. TM77 Bürde. Nice.